Der erste Sommertransfer vom FC Bayern München ist tatsächlich durch. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird Rafael Guerreiro tatsächlich zum FC Bayern München wechseln. Er hat jetzt ja vergangene Saison seine Karriere beim BVB beendet. Er wird ablösefrei kommen. Sein Vertrag ist ausgelaufen. Heute haben schon die Sportbild und auch Sport1 vorher berichtet, dass es eine grundsätzliche Einigung gibt, dass Rafael Guerreiro sich mit dem FC Bayern München einig ist. Fabrizio Romano hat jetzt vor ungefähr 10 Minuten auch bestätigt, dass der Transfer tatsächlich durch ist. Guerreiro wird mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet, das heißt, er ist bis 2026 an den FC Bayern München gebunden. Ich weiß noch nicht so sehr, wie groß ich ein Fan von diesem Transfer bin. Was natürlich ganz klar ist, Rafael Guerreiro ein super, super vielseitiger Spieler. Man kann ihn als linken Verteidiger einsetzen und er ist auch ein wirklich starker Achter. Das haben wir gerade in der letzten Saison gesehen beim BVB. Da hat er auf dieser Achterposition wirklich viele richtig, richtig gute Spiele gemacht. Das heißt, da auf jeden Fall als Rotationskandidat, genauso wie als zweiter linker Verteidiger hinter Alphonso Davies als Backup-Option. Thomas Tuchel hat sehr darauf gedrängt, er ist ein großer Fan von dem Spieler, besonders eben aufgrund dieser Vielfältigkeit, dass er Sechser, Achter und linker Verteidiger spielen kann. Deswegen wollte Thomas Tuchel diesen Transfer unbedingt durchbringen, beziehungsweise diesen Spieler zum FC Bayern. Und man muss keine Ablösesumme zahlen, was natürlich sehr, sehr stark ist. Er kommt vom BVB. Bin ich sehr gespannt, wie da die Reaktionen jetzt auch gleich von euch in den Kommentaren sind. Schreibt nämlich eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr von diesem Transfer haltet. Rafael Guerreiro wechselt zum FC Bayern München.